Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Tag zum Kachelmann-Wetter hier auf unserem Wetterkanal mit einem kleinen Spezial. Es geht um die Natur mal. Was passiert gerade so? Wir haben den 1. Oktober heute. Man sieht so langsam, der Herbst, der schreitet immer weiter voran. Die Bäume verfärben sich zunehmend, obwohl noch viele Anteile grün sind. Aber das geht jetzt ziemlich schnell in den nächsten Wochen. Ich will aber ein bisschen auf ein anderes Thema, auf ein paar Krabbeltiere eingehen, die so viele nicht leiden können. Das sind die Spinnen. Es sind ziemlich viele Spinnen momentan unterwegs. Zumindest kommt uns das so vor. Und könnte man da vielleicht Rückschlüsse drauf ziehen, dass der Sommer ziemlich gut war oder dass der Winter vielleicht extrem kalt wird, warum so viele Spinnen unterwegs sind? Naja, die Spinnen sind doof, die wissen nicht, wie der nächste Winter wird einfach. Die sind einfach jetzt unterwegs, weil es genial schön ist, weil es trocken ist, weil es tagsüber sonnig ist und ziemlich warm in der Sonne ist. Und da spinnen die natürlich ihre Netze, ihre Fäden überall. Man sieht das vor allem morgens dann, wenn die dann überall glitzern mit Tau. Und auch tagsüber sieht man überall diese Spinnfäden. Hat das denn generell trotzdem was mit dem Winter auf sich? Jein, würde ich mal sagen. Ich komme aus dem Gartenbau. Ich habe ja früher meine Gartenbaulehre gemacht im Landschaftsbau. Und unser alter Meister hat immer gesagt, wenn viele Spinnen im Oktober unterwegs sind, dann gibt es einen strengen Januar und Februar. Dann wird es kälter als normal im Winter. Und der hat nicht ganz Unrecht gehabt. Denn es gab auch einen Meteorologen, den Franz Bauer. Und der hat die Bauerische Wetterregel aufgestellt. Unter anderem auch mit 7 Schläfer. Aber auch zum Oktober hat er eine Wetterregel aufgestellt. Wenn der Oktober zu trocken, zu sonnig und vor allem zu warm war in Mitteleuropa, dann war es danach im Januar und Februar teilweise deutlich zu kalt in Mitteleuropa. Passte nicht immer, aber so eine gewisse Tendenz lässt sich da schon erkennen. Aber trotz alledem werden wir nicht wissen, wie der kommende Winter wird. Das kann man einfach nur rätseln und würfeln. Wir müssen einfach abwarten, wie der Winter wird. Eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es zu kalt wird, besteht. Wenn der Oktober jetzt weitergeht mit sonnigem und trockenem Wetter, aber selbst das steht ja noch in den Sternen. Wir haben ja gerade mal erst den 1. Oktober. Ich werde morgen Freitag bzw. zum Wochenende auch noch ein Video fertig machen zum Thema Laubverfärbung. Schön bunt sieht es jetzt aus, es wird immer bunter, gelbe Blätter, rote Blätter, braune Blätter. Warum verfärben die Bäume die Blätter und warum werfen die Blätter einfach ab und lassen sie nicht einfach hängen für nächstes Jahr? Werde ich ein Video darüber machen, ist sehr interessant, sehr spannend. Und ich wünsche schon mal alles Gute. Wir hören uns die Tage und wir sehen uns die Tage. Tschüss, Glück auf aus Bochum. Bis dann.